Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Wir geben jetzt der Meerjungfrau ihre Perlen wieder. Und bekommen wahrscheinlich den passenden Lohn. Nicht schwer zu erraten. Womit die uns belohnt. Tja, und dann schnappt sich Donkey noch schnell den Kasplat und dann können wir vielleicht mal uns um Klapper kümmern. Mal sehen. So, du. Hör auf zu weinen. Man sieht deine Tränen eh nicht im Wasser. Machst das Wasser nur salzig. Oh, meine geliebten Perlen. Ich hoffe, diese goldene Banane taugt als Belohnung. Naja. Wenn ich nicht gerade Tiny wäre, würde ich noch was anderes sagen. Aber gib die Banane her und es ist gut. Wo ist sie denn? Ich sehe nichts. Ja, oh, Banane, da ist er. Bananen im Wasser, hey, die wären noch schlecht. Jetzt sind meine Perlen sicher, aber bestimmt werden sie wieder gestohlen, diese räuberischen Reptilien. Ja, toll. Schön, dass du uns jetzt mal Frieden lässt. Schwätzen kannst du mit deinem Friseur. Aber nicht mit uns. Wir müssen noch schnell die Welt retten. Obwohl, es geht gar nicht um die Weltrettung. Es geht eigentlich nur um... Was geht's um die Donkey Kong Insel, ob die zerstört wird? Ach, dann ist ja nicht so schlimm. Obwohl, früher waren es immer... ging's nur um die Bananen. Jetzt geht's um eine ganze Insel. Ist doch mal ein Erfolg. Also die Bananen sind natürlich auch, weg. Klare Sache. Und tschüss! Yay. Wir schnappen uns Donkey Kong. Wo haben wir ihn denn? Den Dicken. Muss es sein. Gut, dann schnappen wir uns da vorne Banana Porter Nummer 4. Schwimm, Affe, schwimm! Links, 2, 3, 4, Rettungsschwimmer, Donkey Kong. Gut. Und nur so kommt Donkey Kong auf dem Turm ganz oben. Wo sich sein Kasplat tummelt. Wo ist er denn? Kasplat? Oder wir werden wieder runtergestoßen. Jetzt wollte ich die Riesenaufladeattacke machen, aber schade. Es gibt natürlich ein deutlich einfacheres, eine deutlich einfachere Methode, ein Mittel, um den Kasplatten-Ding rauszumachen. Ich denke, das werden wir jetzt auch tun. Weil es ist einfach, 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 weil einfach, einfach, einfach ist. Komm, Kasplat, und tschüss, Mann! Mit Kopfhörern können wir immer wieder unser Vorrat aufladen und bei Candy. Aber normalerweise benutze ich die Instrumente fast gar nicht. Das wäre, glaube ich, alles, was es hier gibt. Ich schaue mich gerne nochmal um. Gibt es noch Filme und so Mist. Filme. Energy haben wir eh genug, oder? Ja gut, eins auffüllen. Na dann raus hier. Ich weiß nicht mehr, was bei Klapper erforderlich war. Oder welcher Kong, oder wie auch immer. Deswegen geben wir einfach mal so zu ihm. Vielleicht will er ja genau Donkey Kong. Ich glaube, wir sind unter Wasser schwimmend schneller. Ach, hier haben wir Candy, Candy, Candy. Mandy und Sandy. Achso, ja, genau. Das gehört dazu. Ja, vielleicht hast du irgendwas Neues für uns. Weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Doch, für 5 Münzen. Verbessert das Instrument. Upgrade 1. Werden wir mal schauen, was es eigentlich ist. Einfach, wir können mehr benutzen anscheinend. Raus mit der Sprache. Ich habe eure Instrumente verbessert. Sie haben jetzt noch mehr Power. Pff. Eigentlich hatten sie schon genug Power. Sie haben jeden Gegner ausnahmslos aus den Socken gehauen. Na gut. Die muss halt auch mal wieder was machen. Da haben wir einen Tauschfass. Ballons irgendwo? Irgendwen? Komm, Klapper! Sag uns. Sag an. Moin Moin, der freundliche Affe. Du hast da etwas Gold von einem alten Seebären. Ja, gerne.
Ja, nee, das ist nicht so einfach. Wir haben ja schließlich... Komm zum Tunnel dort drüben und lass uns ein kleines Rennen machen. Eine goldene Banane erwartet dich, wenn du noch 2 Runden vorne bist und bei 10 Münzen einsammelst. Zu BZ, um loszuflitzen, gebrauche Steuerkreuz, um das Rennboot zu steuern. Drehe dein Boot mit A. Ja, dann mal los. Die Banane jetzt eben haben wir bekommen, weil wir ihn befreit haben. Puh. Rave Race 3. Nee, Ach, mit Z, okay, sorry. Jetzt war ich verpeilt, hab auf A gedrückt. Ja, 10 Münzen hört sich nicht sehr schwer an. Nur ob wir den besiegen können. Das ist halt so eine Frage. Am besten wir sammeln schon mal die Münzen und dann können wir uns auf den Sieg konzentrieren. Und so oft dürfen wir auch nicht daneben liegen. Tun wir aber nicht. Verdammt. Ja, dafür haben wir jetzt gleich Runde. Das ist immer noch die erste Runde. Wir haben es, wir dürfen jetzt halt nur nicht in die Kisten prallen. Wir müssen Klapper jetzt langsam überholen. Und schon wieder 2 goldene Bananen da, das ist gut. Komm, überhole ich dich halt mit unfairen Mitteln. Das macht doch nichts. Wir dürfen schließlich daneben liegen. Das ist jetzt Runde 2 und alles ist ganz gechillt. Klapper, ich bin enttäuscht von dir. Okay, du bist von mir. Ja, lol. Aber kein Problem. Ich meine, es ist nicht schwer hier. Mit schnittigen Kurven werde ich dich überholen. Verdammt. Der nennt mich irgendwie Banjo-Kazooie und Bobby. Das Schlittenrennen. Oh, dammit. Aber wir haben noch genug Münzen. Kein Grund zur Panik. Auf Land wird er langsamer. Komm. Voll Stoff. So, wir dürfen nicht mehr so oft. Okay, okay, keine Panik. Wir sind vorne und wir bleiben's. Wir bleiben's. Alle Bedingungen erfüllt. Das war auch nicht sehr schwer. Nicht wirklich. Raus mit dem Gold! Moin moin, verdammt lange her, seit ich zum letzten Mal verloren habe. Aber du sollst deine Belohnung erhalten. Oh, that's a Banana. Die fliegt jetzt mal ums ganze Viertel rum. Klare Sache. Jetzt haben wir 80 Bananen. Zur Erinnerung, es gibt 201. Jo, soweit so gut. Mein Vorschlag, wir schwimmen noch ein bisschen an der Oberfläche und schauen uns noch um, was es noch so an der Oberfläche gibt. Ja, und dann können wir uns langsam konzentrieren, was es unter Wasser gibt in dem großen Boot da und wie wir das überhaupt aufkriegen. Wahrscheinlich am Kaktus, so wird es sein, da werden wir jetzt auch hinkommen. Oh, Münzen für Donkey. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Haben wir Funky. Das ist gut. Ich wage zu bezweifeln, dass der was hat. Weil die können einfach nicht in jeder Welt was Neues haben. Cranky vielleicht, mit seinen Tränken. Aber die rüsten uns einmal aus und machen vielleicht Upgrades. Toll. Sieht übel aus, Donkey. Also, nix. Gibt uns aber volle Munition. Gut, immerhin. Teilerfolg. Energie. Ja, da haben wir den Kaktus und ich würde vorschlagen, oben ist ein Didi-Balkon. Ein Kasplan für Chunky. Sehr gut. Jetzt sind wir gerade bei den Bongos und deswegen lasse ich jetzt die Bongos schwingen. Mit unseren verstärkten Instrumenten. Wo ist das denn? Okay, Tür Nummer 3. Oh, scheiße. Und natürlich kostet ganz auf Zeit. Klare Sache. In Schwimmen oder teleportieren? Es gibt gar keinen Teleporter hier, ne? Oder bei dir, Funky? Nee. Oh Mann, los geht's. Okay, wir schwimmen. Wir schwimmen. Ich glaube zu wissen, wo das war, in etwa. Und dann wird auch Donkey mal ein bisschen tauchen. Ins Schiff. In ein anderes Schiff sind ja schon Tiny und Lanky getaucht.
Das hier werden, glaube ich, 4 Kongs einzuhalten. Oder alle 5. Ich glaube, alle 5. Oh, nicht verpassen. Und ihr seht, alles ist miteinander verknüpft. Da haben wir Knochen, die den Ausgang weisen. Übersieht man hier auch ganz schnell, weil es echt dunkel ist. Wir haben zwar Klimmer dabei, aber so stark hilft uns auch wieder nicht. Nur so, dass wir so ein bisschen... Ah, da müssen wir lang. Hier haben wir nämlich ein Bonusfass. Dann bekommen wir gleich die goldene Banane, sobald wir das hier gelöst haben. Und wir spielen mal wieder das. Bananenballerei. Gut. Gehen wir schon auf die Animation der Kongs achten. So, diesmal sind es, glaube ich, mehr Treffer und das Zeitlimit wird immer begrenzter. Man muss immer schneller reagieren. Bislang bin ich aber noch perfekt. Ich meine, ohne Fehltreffer, ohne zu späten Treffer. Ich glaube, wenn man einen Kong trifft, ist es vorbei. Aber so dumm wird wohl keiner sein. Immer nachladen muss man auch nicht. Also, ist hier die Schwierigkeit. Ja, man muss halt schnell reagieren, gucken, wo es ist und drauf richten und schießen. Alles im richtigen Augenblick. Das war zum Beispiel nichts, aber es hat doch geklappt. Nicht dumm. Wenn das gegen Ende richtig schwer wird, kann man sich da schon mittelmäßig ein Bein ausreißen. Bislang ist das Bein aber noch dran. Gib her das Zeug. Donkey Kong hätte alles. Das ist sehr schön. Klimmer leuchtet auch ein bisschen, ey. Meine Fresse. Es gab noch jede Menge einzelne Bananen hier. Ich werde mir das genau angucken, weil... Hallo, Leute. Es ist riesig, das Schiff. Ach, die... Ihr interessiert mich eigentlich gar nicht. Ihr könnt mich verhauen. Egal. Donkey Kong ist ein Opfer. Und ja, der abgezäunte Bereich sind halt die jeweils anderen Kongs. So, wenn es hier nichts mehr gab, können wir raus. Ja. Kommen wir auch ab. Sind wir hier raus? Was suchen wir denn hier? Hier sind wir nicht hergekommen, das ist schon mal klar. Boah, wir sollten uns dann doch lieber jedes Zimmer angucken. Ob wir vielleicht irgendwo durch können. Oder uns zumindest angucken. Was haben wir denn? Nix, nur ein Bett. Hey! Eine einzelne Kajüte! Oh ja, was für ein Fachwissen. So, hier sollen wir raus. Und da gehen wir auch raus. Gehen wir, gehen wir. Oberliga Hessen. 1. FCA Darmstadt. Stadion am Gehmer Weg. Hat jetzt damit zwar nichts zu tun, aber weil ich gesagt habe, Gehmer, Gehmer. Zurück. Gehen wir jetzt halt wieder zum Kaktus. Nehmen den nächsten Kong. Ach nee, das klappert. Das klappert, das klappert. Ich werde nichts beschleunigen. Ich werde nichts kacken. Ihr bleibt bei mir, an meiner Seite, bis zum bitteren Ende. Wo führt uns das hin? Nummer 5. Auf dem Leuchtturm. Interessant. Da macht auch noch das Schiff rum. Muss ich nochmal mir überlegen. Wie das war mit dem Schiff. Ich glaube, da musste Lanky drauf, aber warum und wie? Sehr mysteriös, das Ganze. Wir schnappen uns jetzt Diddy. Nicht nur, weil er der Zweite in der Rangliste ist, irgendwie, sondern weil da oben ein roter Ballon umherschwebt. Aber sein Dings ist unter Wasser, sehe ich mal. Seine Platte. Hä? Sein grüner Ballon auch noch. Trap! Versplatt! Ja, Chunky, dann mach das mal klar da. Mach das klar mit dem Kasplatt. Ich glaube, wenn wir das Wasser ablassen, kommen wir gar nicht so richtig an alle Platten dran. Also man muss schon das alles umstellen. Ach komm, mach keine... Schwing deine Triangel und gut ist. Ich hab keine Lust, mich mehr mit den Kerlen lang aufzuhalten. Jede Menge Zeug für Chunky und die 100. Bananenmünze. Nein, doch. Hier ist die 100. 100. So. Und tschüss, Mann! Und jawohl. Wo ist denn deine Triangel abgebildet? Hä? Können wir auf der Seite nochmal gucken? Hä? Posaune, Moment mal.
Gibt's hier Ex... Scheint es keine zu geben. Interessant. Weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.